Bin gespannt, ob das lädt. Im Moment passiert noch nichts. Muss ich was klicken? Wenn es denn nicht läuft, na, dann probiere es nochmal und dann bin ich vielleicht gleich wieder da. Hoffe ich. Hallo, liebe Retro Gaming Maniacs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber das ist umsonst gewesen, weil hier seht ihr, was passiert, wenn man bei Hollywood Poker Pro für einen Amiga die Speichererweiterung nicht rausnimmt, wie man es eigentlich sollte. Ich habe keinen Bock, die Speichererweiterung rauszunehmen, also gibt es dieses Game leider nicht zu sehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Retro Gaming Maniacs, zu einer neuen Ausgabe von It's Amiga Time. Ich muss mich hier gerade noch so ein bisschen zurechtdrücken. So. Ja, neben mir steht nach Ewigkeit mal wieder mein Amiga 500 und ich teste hier direkt auch hardwaremäßig was aus. Nämlich, ich habe mir ja bei der letzten Retro-Börse mal neues, ja, noch ein zusätzliches externes Diskettenlaufwerk geholt und mittels Bootselektor das so eingestellt, dass ich jetzt gerade von da lade. Und das scheint zu funktionieren. Was mir jetzt im Moment auffällt, ist, das Laufwerk ist mega leise, das hörst du überhaupt nicht. Alter Falter, ich glaube, ich habe einen Glücksgriff getan. Das gefällt mir schon. Und ja, ich habe hier das Game Driving Force geladen, auch was, was ich beim letzten Pickup-Video gezeigt habe. Das sieht ja so aus, Driving Force. Und auf der Rückseite auch ein Bild. Wie gesagt, ich komme jetzt immer noch nicht auf den Namen, wie das Spiel hier irgendwie, wie das geheißen hat, was ich da auf der PC Engine mal gespielt habe und was dem ganz ähnlich ist und wo es auch eine Amiga-Version zu gibt. Ja, und jetzt würde ich mal gucken, was man hier machen kann. Ich habe gelesen, dass man das Ding auch mit der Maus spielen kann. Und ich gucke mal hier kurz in die Anleitung rein. Oh, meine Maus könnte ich mal wieder entstauben. Ich habe natürlich hier meine Original-Amiga-Tank-Maus dran, ne? Hängt, ist ja wohl ganz klar, ne? Wenn schon, denn schon. Und ich weiß zum Beispiel, dass man Super Hang-On auf dem Amiga super mit der Maus spielen kann. Das klappt wirklich sehr gut. Und ich frage mich, wie das hier funktioniert. Left-Button Accelerate und dann kann man nach rechts und nach links das Ganze schieben. Und zum Lenken. Ja, okay. Und dann kann man da noch verschiedene Sachen auswählen, wie man hier in dem Menü sieht. Ich lese das jetzt nicht weiter mir durch. Ich mache ja immer gerne so Learning by Doing. Ich stürze mich einfach rein. Zumindest scheint das Game ja schon mal so weit geladen zu haben und könnte also funktionieren. Und jetzt gucke ich mal natürlich mit der richtigen Maus. Was kann ich denn hier auswählen? Gehen wir da mal durch. Hier oben kannst du wahrscheinlich zwischen Joystick und Maus wählen. Ich will einfach mal gucken, wie es mit Maus ist. Die Sprache kann ich nicht beeinflussen. Nö. Ist aber auch wurscht, habe ich jetzt. Ist ja kein Problem mit Englisch. So, dann haben wir hier verschiedene Sachen: Knockout, Liga, Mini-Knockout, Mini-Liga, Demo. Dann haben wir hier verschiedene Vehicles. Musik und Sound FX. Change Drivers. Practice. Ich kann ja mal practicen. Was passiert denn dann? Achso, das ist dann einfach hier. Und dann kann ich wahrscheinlich hier noch. Nehme ich mal Buggy. Dann kann ich das hier einfach an. Ne, das kann ich da gar nicht auswählen. Da kann ich noch nichts auswählen. Wahrscheinlich. Kann ich denn dann was auswählen? Also, ich glaube, wenn es auf Practice steht, kann ich gar nichts auswählen, oder? Tja, das ist jetzt gerade die Frage. Wo kann ich denn da was auswählen? Liga? Also das ist, ob ich da erstmal keine Wahlmöglichkeiten hätte. Knockout? Ah, bei Knockout kann ich das Fahrzeug wählen. Bei Mini-Liga anscheinend auch. Ja, okay.
Bei normaler Liga und beim normalen Knockout habe ich keine Wahlmöglichkeit. Ne? So weit haben wir es jetzt schon mal rausgefunden. Okay, alles klar. Ich überlege gerade, wenn ich hier so halb schräg sitze, ich muss noch ein bisschen was korrigieren. Ich ziehe mal ein bisschen mein Fenster hier anders. Warte mal. Bisschen bauen hier. Schieb mal rüber. So. Genau. Und das machen wir hier ein bisschen enger. Und dann haben wir das gleich, ne? So. Hätte ich ja auch vorher mal machen können. Aber wie das immer so ist, ne? Nach dem Motto, wenn es denn läuft oder nicht, Pleiten, Pech und Pannen, die bleiben einfach hier drin im Video. Ihr kennt's ja. Und ja, jetzt, ich kann ja mal gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt hier auf praktisch mal mache und dann auf Race klicke beim Knockout. Ich hoffe, ich kann da jederzeit wieder raus. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das spielt. Wie gesagt, linke Maustaste zum Gas geben und sonst lenken. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele das zum allerersten Mal in meinem Leben jetzt. Das sieht ja hier schon mal gar nicht so schlecht aus. Was der da geladen hat. Ist er noch dran am Laden? Ja, der lädt noch. Das Laufwerk ist so leise, du hörst nichts. Okay, so sieht das also aus. Boah. Oh Mann, also mit der Maus ist aber schon ein bisschen. Boah, ich glaube, da werde ich doch wahrscheinlich gleich mal eher mit dem Joystick probieren. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber interessant. Ich sag mal so, es läuft nicht unflüssig. Es soll ja angeblich mit 50 FPS laufen, das Game. Irgendwie kommt mir sowas bekannt vor von der Art her. Gut, wir haben erstmal eine ewig lange Steigung und dann wird es wahrscheinlich gleich. Ah ja. Ja, und du? Was jetzt? Ich glaube, das probiere ich gleich doch eher mit dem. Oh. Practice. Gut, dass das Practice-Mode ist. Vielleicht kann man dann später auch seine Nation wählen. Boah. Also mit der Maus komme ich ja kaum hinterher, stelle ich fest. Nee, also ich habe das Gefühl, das könnte mit dem Joystick leichter gehen als mit. Oder die Maus ist wirklich mega sensibel. Puh. Ich glaube, ich komme nicht. Ich werde mal eine Runde versuchen zu überstehen mit Maus. Gott. Da ist ja schon Runde 2. Nee, Laps to go. Fastest Lap. Ich bin noch nicht einmal ganz rum. Okay, aber wobei das hier, die Steigung. Gibt es da zwei? Oh ja, nee, das ist derselbe Bereich. Kann ich da irgendwie raus und wieder ins Menü? Ich gucke mal, ob ich mit Escape wieder rauskomme. Ach, dann Knockout Race Results. Ja, dann ist eh wurscht, ne? Game over. Das war das Practice. Ja, dann will ich jetzt mal gucken, ob ich mit dem Arcade-Joystick besser klarkomme in dem Moment von der Steuerung. Ich habe das Gefühl, die Maus ist hier tatsächlich dann teilweise zu empfindlich. Change Drivers. Oh. Okay. So. Jetzt will ich gleich mal gucken, wie das ist, wenn ich. Ja, komm, ich bleib noch mal bei Practice. Hier habe ich ja den Arcader. Ich hoffe, dass er dann jetzt auf den reagiert gleich. Dann gibt man Gas mit Feuer. Race. Mal sehen, ob er das entsprechend registriert hat. Da ist er, ne? Wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, damit kann ich es besser steuern. Laps to go. Oh, ja, die Steuerung ist aber auch mit dem Arcader. Alter, das ist mega direkt. Das läuft. Also eins muss man dem Game lassen. Das läuft wirklich mega flüssig. Krass. Und das ist auf meinem Standard Amiga 500 mit einem Megabyte RAM. Ich weiß, dass da hinten gleich so eine fiese Linkskurve kommt. Da bin ich vorhin ein paar Mal rausgesegelt. Ja, da. Aber diesmal habe ich mich leicht besser im Griff. Also die Steuerung ist wirklich extrem direkt. Ich komme besser klar als mit der Maus. Was war das jetzt? War das einfach jetzt Practice-Runde? Boah. Das heißt, Bremsen ist einfach durch Feuerbutton loslassen. Also es gibt keine Brakes in dem Sinne, ne?
Nee. Also man bremst einfach, indem man dann den Feuerbutton loslässt. Ja. Und dann wird man langsamer. Okay, gut zu wissen. Das heißt, da muss man die Strecke wohl teilweise auch auswendig lernen. Oh, und das ist natürlich Fiesität. Ja, gut. Dann will ich doch gleich mal so ein Race-Ding starten. Aber ich bin überrascht. Das läuft ja wirklich sehr flüssig hier. Also das Geschwindigkeitsgefühl ist schon krass. Wer hätte es für möglich gehalten? Ich habe von dem Game noch nie was gehört vorher. Also dieses hier, das kenne ich nicht. Man soll ja da auch noch mit anderen Vehikeln wie Trucks und so fahren können. Das will ich mir natürlich alles mal genauer ansehen. Das ist ja wohl schon mal klar, ne? Also hier fahren wir jetzt ja gerade was mit einem Buggy. Darf ich aber gleich mal ein richtiges Rennen fahren? Das ist ja jetzt nur Practice hier. Sollte ich da gleich ins Ziel kommen, nicht mal gucken, ob ich hier irgendwie raus kann. Und dann entsprechend mal was anderes aussuchen. Oh, boah, Bounce. Aussuchen. Hä? Laps to go. Aha. Was war das? Gegen was bin ich da gekracht? Ja, also das Geschwindigkeitsgefühl ist sehr gut. Das muss ich schon mal dem Game lassen. Ich hoffe, wir kriegen gleich auch noch andere Tracks zu sehen. Irgendwie hieß es ja, was ich gelesen habe, fünf oder sechs verschiedene Tracks. Ja, ich bin auf Platz 2. Okay, gut. Jetzt will ich aber mal gucken, wie das hier ist, wenn man jetzt mal so richtig ernsthaft fährt. Ach nee, da kommt gerade der nächste Check. Ich denke, ich habe auf Practice gedrückt. Was ist denn hier verkehrt gelaufen? Keine Ahnung. Ist das schon das richtige Rennen? Es sieht mir fast so aus. Und das fahre ich jetzt hier alles mit dem. Ja, das ist jetzt hier ein Formel-1-Wagen. Also anscheinend habe ich mich qualifiziert für die nächste Runde. Ja, dann geht es ja doch schon normal weiter. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht auf dem Schirm. Aber gut. Ein anderer Musiktrack. Und da bin ich beinahe vom Track geflogen. Also mit Joystick spielt sich das auf jeden Fall leichter als mit der Maus. Das ist mir da zu hektisch. Da fehlt mir irgendwie die Kontrolle am Ende. Boah! Gut, solange es hier nicht bergauf geht, weil der Asphalt sieht halt schon merkwürdig. Auf irgendeiner Brücke fährt man aber doch. Man fährt nicht ebenerdig hier. Ja, gut. Also es läuft echt schön flüssig. Und ich sehe da oben, ich bin zweiter Platz. Aber ich würde gerne mal noch. Ich hätte gerne mal noch mehr Gegner auf der Strecke oder so. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie man das einstellen kann. Ob das überhaupt möglich ist. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Ah, das Practice heißt, du fährst erstmal eine Practice-Runde und das ist wie so eine, ja, ich will nicht sagen Qualifikationsrunde. Und dann geht das eigentliche Rennen erst los. Ach, so ist das. Also das Practice ist halt brauchbar, wenn man die Strecken noch nie gespielt hat. Also für mich ja eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich kenne die Strecken ja noch nicht. Oder wenn man das dann lange nicht mehr gespielt hat und hätte dann Bock drauf, das nochmal zu spielen, dann kann man sich den Streckenverlauf verinnerlichen, würde ich jetzt mal so behaupten. Boah, hilft mir trotzdem nicht. Ach du Scheiße, jetzt verkacke ich hier aber voll in der Runde. Ich muss auch auf den Kurs gucken, sonst wird das nichts. Aber ich glaube, das ist kein Fehlgriff gewesen. Wieder ein Original-Amiga-Spiel mehr in meiner Sammlung. Originale habe ich nicht so viele. Da sind leider aus der Zeit von damals nicht sehr viele übrig geblieben. Ja, welche, die ich zusammen mit meinem Amiga 2000 behalten habe. So eine Handvoll. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, mehr Neuzugänge als Sachen, die ich sonst von damals noch hatte. Und das ist jetzt ein weiterer Neuzugang, der mir gefällt. Denn Racing Games zählen auch zu meinem Lieblingsgenres neben Shoot'em Ups.
sind Racer bei mir so auf Platz 2. Sehr hohen Stellenwert haben auch Rollenspiele, Dungeon Crawler und so weiter, aber da mache ich mittlerweile nicht so gerne Videos von, weil das ist doch eine sehr langatmige Geschichte. Und in Zeiten von Freizeitmangel und Co., wer kennt's nicht? Ja, ist halt jetzt so eine Sache. Das wird dann eher zukünftig bei so einem angespielt bleiben, wo ich dann vielleicht mal so, sagen wir, maximal 3 Folgen oder sowas mache. Es sei denn, es ist dann wirklich geil und es huckt einen total und man möchte dann länger dranbleiben. Aber dass ich noch mal so ein Playthrough mache, so wie mit Ember Moon oder mit Lands of Lore, sehe ich mich momentan nicht. Vor allem, weil ich ja auch ein bisschen mehr auf dem englischen Kanal ja aktiv geworden bin in der letzten Zeit. Ich habe nämlich Bock, den zu pushen. Und ja, ihr habt es dann vielleicht auch schon gemerkt, auf dem deutschen Kanal kommt weniger regelmäßig was. Meistens nur noch so zweimal die Woche. Entweder freitags, samstags oder maximal so sonntags noch. Seltener auch mal am Montag. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja, verkack einfach. Labern und zocken. Ja, ist halt so. Weil in letzter Zeit die Resonanz auf dem Kanal arg nachgelassen hat. Und da dachte ich mir so, ja, auf dem anderen entwickelt sich alles relativ gut. Und da habe ich im Moment mehr Motivation, was zu machen. Aber ihr werdet hier trotzdem nicht zu kurz kommen. Ne? Also, ich bin nicht weg. Und dann zwischendurch gibt es ja auch immer mal wieder noch Livestreams. Ja, da habe ich jetzt ganz schön verkackt. Habe ich mich gar nicht qualifiziert am Ende? Doch, als Zweiter. Guck doch, hast du Augen im Kopf. Okay, Knockout Race Results. Jetzt muss ich ja mal im Kurs was trinken, bevor es weitergeht. Das heißt, ich bin wirklich in dem Knockout drin und fahre immer eine Praxisrunde vorher. Na, ja, toll. Und im Idealfall hat man jetzt für jeden Kurs ein anderes Vehikel. Schauen wir mal, ne? Oh ja, jetzt kommen Palmen. Das ist echt krass, wie leise. Man hört das externe Laufwerk überhaupt nicht. Sonst hört man ja schon mal Tack, 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 Starts. Nichts. Krass, es funktioniert perfekt. Ich wollte einfach mal noch ein zweites Laufwerk haben, weil in dem anderen externen ist ein GoTec drin. Ja, das hier. Oh, die Steuerung ist wirklich sehr direkt. Junge, Junge. Gewöhnungsbedürftig. Aber dass man eben so unterschiedliche. What? Ah, das war eine kurze Runde. Unterschiedliche Vehikel hat. Das finde ich noch ganz nice. Ganz witzig. Man kann durch das Fahrerfenster durch die Straße sehen. Boah. Huggel, huggel, huggel. Aua. Das ist ja wirklich eine sehr kurze Strecke eigentlich, ne? Man fährt also nicht lange mit diesen Trucks. Oh. Ich finde auch so dieses Gimmick, wieder der Deckel da auf dem Schornstein klappert und so. Das ist witzig gemacht. Also es gefällt mir. Das hat was. Ich werde gleich wahrscheinlich mal noch so eins von diesen Kurzmodi ausprobieren und gucken, was da passiert. Man fährt ja so doch auch gegen die anderen. Boah, der an der Stelle wackelt's mächtig. Ich bin drin. Aber deutlich schlechter diesmal. Na gut, das war eine sehr, sehr kurze Strecke eigentlich. Game over? Warum? Ah nein, ich habe mich irgendwie nicht qualifiziert. Ja gut, wenn das so ist, dann gucke ich jetzt mal. Also es scheint ja wirklich zu funktionieren. Das ist schon mal eine tolle Sache. Das gefällt mir gut. Ah, ich musste noch drücken. Ich dachte, der lädt jetzt von sich aus zurück. Ich möchte mal. So ein Mini-Knockout. Warte mal. Warte mal, wie steuere ich denn?
Da, ich muss ja auch die richtige. Ich muss auch die richtige Maus nehmen. Nicht meine PC-Maus. Liga. Eine Liga gibt's auch. Mini-Liga. Wie sieht denn eine Mini-Liga aus? Wir haben ja hier Fahrzeuge bestimmte noch nicht gehabt. Und ich mach mal das Practice weg. Das heißt, das ist wirklich einfach so eine Testfahrt vorher. Dass ich die Nationalität nicht wechseln kann? Ja, okay, das weiß ich auch nicht, warum nicht. Geht das irgendeinem Grund nicht. Oder steht dazu was in der Anleitung? Kann ich ja noch mal kurz reingucken, aber ich glaube nicht, dass das geht. Problems? No. Introduction. Fünf verschiedene Terrains. Okay, wahrscheinlich hat man deswegen auch fünf verschiedene Fahrzeuge. Controls. Competition. Vier Types of Competition. Knockout. Ja. First level of each vehicle, then proceed to the second level, then 3, 4, 5. You get knocked out if you finish in vierten oder fünften Platz. Okay. Liga. Mhm, da gibt es dann Punkte. Bei der Mini-Liga kann man wählen, welchen Track man fahren will. Ja. If you click on race without setting any options, they will default as Knockout UK. UK Mail? Change drivers. If you select yes, all of the opponent attributes change. If no selected, you can race against the opponents you had the last time. You can only change drivers at the start of competition. Starting grid, ready to race. Racing tips. Also irgendwie kann man ja wahrscheinlich doch die Nationalität wechseln. Was ist denn, wenn ich dabei bei change drivers auf no gehe? Was macht er denn dann? Musik und Soundeffekte, ja, ich lasse mal die Musik an. Aber hier kann ich nicht die Nationalität wechseln. Ah, warte mal, da. Männlich? Weiblich. Ach so, jetzt ich kapiere. Komm hier, Frau am Steuer, jetzt geht's rund. Da nehme ich jetzt. Kann ich jetzt trotzdem so nehmen? Ist ja egal. Und ich nehme mal einfach eine Mini-Liga und ich nehme mal das Moto X, weil habe ich noch nicht gefahren. Und jetzt verkacke ich wahrscheinlich, weil ich die Strecke nicht kenne. Dann geht das ganz schnell. Wollen wir mal gucken. Das heißt, man klickt auf das Bild. Oh, guck mal da. Jetzt haben wir mal noch eine Landschaft, die wir noch nicht kennen. Jetzt geht es über Schnee und Eis. Ja, das ist ja gut. Dann kriege ich mal ein bisschen was vom Spiel zu sehen. Das gefällt mir. Irgendwie stehe ich auf meinem... Ich stehe so unheimlich auf Kopfhörerkabel. So, Motorrad. Also man fährt auch mit Motorrad. Man sieht nur gar nicht, dass man eine Blondine ist. Auf dem Bock. Germany, Platz 3. Eine Winterlandschaft. Okay. Ja, das ist doch interessant. Ich habe immer das Gefühl, so am oben, on top, kommt nachher eine fiese Kurve und dann fließt sie raus. Gut, die haben jetzt nicht so die Höchstgeschwindigkeit. Macht nichts, man kann auch mit niedriger Geschwindigkeit abstürzen. Und Platz verlieren. Also was mir hier gefällt, ist nicht das Abstürzen, sondern das Geschwindigkeitsgefühl. Das kommt hier gut rüber. Wie war das, wenn ich Vierter bin, fliege ich raus? Man muss unter den ersten drei sein, um sich zu qualifizieren. Ja, ganz toll. Da habe ich ja richtig Chancen. Nicht. Macht aber Spaß. Vor allem mal wieder den Amiga aufzubauen. Den habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr hier am Start gehabt. Und ich wollte einfach... Weil es ist ja bald... Die Amiga Ruhrpott Convention. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen mehr Amiga-Content wieder bringen. Also zumindest wollte ich was aufnehmen.
Frage ist nur, seht ihr das hier jetzt vorher oder nachher? Oh Mann, das war eine lange Runde. Und ich bin noch Vierter. Und irgendwie scheint das restliche Fahrerfeld sich in Luft aufgelöst zu haben. Ist wahrscheinlich längstens über alle Berge. Hier ist es aber auch sehr bergig, muss ich mal feststellen, ne? Kam da gleich eine Linkskurve? Ich weiß es nicht mehr. Ich oben angekommen bin, nehme ich lieber mal den Finger vom Gas. Ja. Man sieht halt nicht so weit vorausschauend, wann die nächste Kurve da kommt. Ja, da habe ich jetzt gerade so toll reagiert, ne? Wieder schöne Runde am Failen hier. Ich glaube, da ist ganz schnell das Game Over hier bei dieser Mini-Liga. Wobei, bei Liga kriegt man ja Punkte, je nach Platzierung, denke ich mal. Nun werde ich da mit meinen Punkten nicht weit kommen. Vielleicht ist es deswegen so flott vom Scrolling, weil sonst abseits des Wegesrandes ja, nicht viel passiert, ne? Boah, ich dachte jetzt gerade... Ja, das ist die Fiesität. Immer da, ich muss es mir merken, dass ich kurz vor Ende der Kuppe einfach mal vom Gas gehe. Da muss man wirklich tricky mit dem Gas geben aufpassen. Oh, wie willst du denn da vorbeikommen, wieder auf die Spur, wenn du so weit draußen hängst? Ein Wunder, dass ich noch immer Vierter bin. Kratz. Es juckt immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Kennt ihr bestimmt. Mitten in der Aufnahme. Niesattacke. Husten. Kotzen. Mann, ey. Fluchen. Ja, okay. Gefällt mir trotzdem. Auch wenn ich momentan gefühlt kein Land sehe. Ich glaube, hier hinten muss ich aufpassen. Ja, ja, direkt dahinter. Diesmal habe ich besser reagiert. Freunde von der Nacht. Was geht, was geht, was geht? Ich glaube, ja, da ist mein Platz 3. Oh, keine Scheiße. Wie, das war nicht Platz 3? Was war das denn? Scheiße. Habe ich irgendwie einen überrundet, der noch langsamer war als ich? Hm. Vorsicht hier gleich, Vorsicht. Ich habe immer das Gefühl, da kommt dann direkt... Naja, die fiesen Dinger da. Direkt hinter der Kuppe, Kurve. Und Tüss, ne? Hier ist auch so eine fiese. Da wirst du auch gut rausgetragen. Ja, ich sag's nicht zu laut. Das könnte von diesen Runden meine beste gewesen sein. Und gab jetzt 4 Points. Okay, auf zur nächsten Runde. Vielleicht auch noch eine Strecke, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. 5. Platz. Also ich glaube, Liga-Modus gefällt mir besser. Fahre ich jetzt mit dem Motorrad auch die Palmenstrecke? Das, jetzt bin ich mal gespannt, ob man jetzt alles mit dem Motorrad fährt. Oder ob da jetzt auch der Truck kommt. Nee, aha, du fährst dann wirklich alles mit dem entsprechenden Vehikel. Okay, gut. Boom, Baum. Ja, okay, dann fahren wir das jetzt mal alles damit, ne? Das ist mir am Gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kurse die Mini-Liga umfasst. Ich sehe nur, wenn ich so weitermache, kriege ich hier keine Punkte zusammen. War der Kurs vorhin auch so? Oder ist er jetzt anders? Nee, kann sein, dass er das gleiche ist. Fühlte sich nur anders an. Wahrscheinlich, weil ich vorhin zwischendrin mal hängen geblieben bin. Aber ja, das macht doch mal wieder Spaß. Ich hatte eine ganze Weile so keine Motivation, Amiga zu zocken. Weil bis man dann alles aufgebaut hat und angeschlossen und verkabelt und getan... Das braucht immer so seine Zeit. Aber das kann ich natürlich von der anderen Original-Hardware, die ich hier rumliegen habe, auch sagen. Also grafisch auf jeden Fall gelungen.
Und spielt sich mit Joystick deutlich besser als mit der Maus. Ich finde es ja nett, dass sie die Option überhaupt eingebaut haben, für wer es denn mag. Der darf das dann gerne auch mit der Maus spielen. Ich bin zu doof zu, ich krieg's nicht hin. Na? Oh, Vorsicht hier. Er ist von selber gejumpt. Diesmal bitte nicht an irgendeinem Baum hängen bleiben und die Kokosnüsse pflücken. Das war gut. Ich habe mich auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Das gefällt. Nun denn, weiter geht's. Ich frage mich, wie viele Strecken das hier sind. Aha. Schnee nochmal? Warum? Naja, wird seinen Grund haben. Und ich glaube nicht, dass das ein anderer Schneekurs ist, oder? Nee. Glaube ich jetzt nicht. Oder war der Track vorhin grauer? Vielleicht habe ich da auch nicht so genau hingeguckt. Kann auch sein. Aber es ist witzig, dass man dann hier auch mit den verschiedenen Vehikeln auch auf den anderen Strecken fahren kann. Ich weiß gar nicht, ob wir dann alle Kurse gesehen haben. Ja, auf jeden Fall nochmal gucken, was hier nachkommt. Ob da was kommt, was wir noch nicht hatten. Boah, da wackelt alles. Noch 2 Laps to go. Und dann denke ich, dann reicht das auch mal als kleiner Einblick. Oha. Ey, was soll das hier doch? Ja, so kann man seine gute Position gerade wieder schön verspielen. Das ist aber auch ganz schön curvy hier zwischendurch. Wow, wow, wow. Und dann fährst du hier wirklich so auf der Kante und du kommst einfach nicht in die Mitte der Straße. Das ist, oh. Das ist dann nicht so dolle. Boah, da wackelt alles. Nur, dass man das hier jetzt nicht aus der Ego-Perspektive steuert. Wirk. Schade, dass man nicht Musik und Motorengeräusch gleichzeitig darstellen konnte hier in dem Game. Oh, nee. Ich krieg's nicht. Da kann ich ja froh sein, wenn ich nicht noch unter, noch weniger als Platz 5 habe am Ende. Den wenigstens noch halten irgendwie. Ja, das gab mir 3 Points. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. 12 Punkte gesamt bis dahin. Das ist ja uneinholbar. Aha, hatten wir das schon? Ich weiß gar nicht mehr. Werden wir gleich sehen. Aber es ist nett mit dem Bildchen dazwischen. Das gefällt mir. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ja, ja, ich glaube, das war der erste Kurs. Oh, ja, ja, stimmt. Das finde ich noch nett. Überhaupt so die Animation auch vom Bike, ne, wie das da so ruppelt, wenn du da über die einzelnen Huppel fährst. Oder beim LKW, das mit dem Schornstein, mit dem Auspuff. Ja, das sind so alles so nette Gimmicks. Ja, das kostet einfach mega Zeit. In den Sonnenuntergang stürzen. Auf dem Teufelsbike. Evil Knievel ist unterwegs. Boy. Da muss man aber wirklich... Das Krasse ist, die Steuerung ist wirklich übel direkt da. Leichtes Antippen reicht schon. Wobei manchmal habe ich Mühe, mich aus der Kurve rauszukratzen, um wieder in die Mitte zu kommen. Da muss man dann irgendwie so, weiß ich nicht, rhythmisch den Feuerbutton pressen, um dann irgendwie
sich wieder in die Mitte zu arbeiten. Ja, konzentrieren sollte man sich dabei auch. Aber ich kann jetzt schon sagen, das bleibt in meiner Sammlung. Das gefällt mir richtig gut. Grafik ist nice. Wow. Eben, was ich hier sehr mag, ist das Geschwindigkeitsgefühl. Also das kommt wirklich hier richtig flott rüber. Das ist wirklich schön arcadisch. Ich glaube, so kann man es am besten umschreiben. No. Und ich spiele scheiße. Das muss man nicht umschreiben, das sieht man. Ich gebe mir wieder alle Ehre und alle Mühe, möglichst schlecht zu sein. Kea. Kann ich echt gut. Ich weiß ja nicht, wogegen ich da gerade gerauscht bin, aber egal. Das war noch nicht die letzte Runde. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich es irgendwie noch auf Platz 3 schaffen werde. Nicht mit der Fahrweise. Da muss schon ein kleines Wunder passieren. Ich darf mir jetzt praktisch keinen Fehler mehr erlauben. Dann habe ich vielleicht noch eine Chance, noch irgendwo einen zu überholen. Halte ich für ein Gerücht. Boah, Alter. Da muss ich mich auch wieder aus der Kurve rauskratzen. Scheiße. Ich meine, ich habe da einen gesehen. Dumm. Einfach dämlich. Aber man ist wirklich... Oh, man ist flott draußen, wenn man nicht aufpasst. Leute, guckt euch das selber mal an, das Game. Spielt das mal. Dann werdet ihr feststellen, das ist nicht einfach. Das sieht vielleicht so aus, aber das täuscht. Boah. Ich hab's geschafft, ins Ziel zu kommen. Oh, sogar noch als Dritter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 19 Punkte. Mhm, auch in der Gesamtwertung. Kommt da noch was? Ich frage mich, wie viele Runden gibt's denn da? Jetzt habe ich schon wieder Palmen. Steht da irgendwas, wie viele Runden diese Mini-Liga bringt? Was das ist? Ich muss da mal kurz gucken. Liga, Mini-Liga. Choose the new goal on race. Tracks in random order. Ja, okay. Da weiß ich nur nicht, wie ewig sich das spielt. Warte mal, ist das jetzt bei einer anderen Tageszeit? Stimmt, da hat es ja geheißen, man fährt ja auch bei unterschiedlichen Zeiten. Das ist eine Nachtfahrt. Ach, das ist ja witzig. Wo bin ich denn jetzt hängen geblieben? Aha. Da gibt es also doch noch Unterschiede. Jetzt bin ich natürlich letzter, weil ich ja voll nicht aufgepasst habe. Ich frage mich nur, was bei dieser Mini-Liga jetzt anders ist. Die kommt mir trotzdem lang vor. Aber man sieht ja zumindest mal, so sieht das aus, wenn man eine Nachtfahrt hat. Dann hat man das auch mal gesehen. Oh. Das ist ja cool, dass man ja auch noch zu unterschiedlichen Tageszeiten fährt. Also das ist wirklich schön abwechslungsreich. Mein Gott. Oh. Mich wundert so gerade, ja doch, da sind Palmen dazwischen. Ich hatte gerade gar keine Palmen gesehen. Ja, ist klar. Zickzack ohne Ende. Ruckel. Ja, das ist wirklich nice. Ich bin nur gerade ziemlich scheiß. Und ich wurde, glaube ich, gerade überrundet. Ja. Ich glaube, damit, das soll es mal so ziemlich gewesen sein. Wenn ich die Ziellinie überquert habe, dann werde ich da mal stoppen. Wenn das denn geht. Ja, jetzt kacke ich auch gerade völlig ab. Kriege überhaupt nichts mehr auf die Kette. Einmal verkackt, schon alles im Sack. Das gibt 0 Punkte. Ja. Das war jetzt mal eine Runde für nichts, ne? Okay, kann ich das unterbrechen irgendwie? Ja, mit Escape kann ich das upbreaken. Okay. Oder was? Oder habe ich das jetzt nicht abgebrochen? Doch, Game over.
Habe ich. So. Wir haben ein Fahrzeug noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, das reicht jetzt mal so als Überblick, ne? Beziehungsweise, ich wollte wenigstens einmal kurz gucken, wenn ich mal so ein Mini-Knockout hier nehme und wir nehmen mal K und wir lassen das Mädel mal. Ich möchte mal gucken, ob man wenigstens die Haare mal sieht oder so. Weil bei dem Motorrad bin ich ja mit dem Helm gefahren. Und wir machen mal Sound FX. Ich will mal gucken, einfach wie das klingt. So als letztes Mal ganz kurz hier reingucken. So viel Zeit haben wir jetzt noch, hoffe ich. Wenn nicht, ist sowieso schon längst weg und sieht es nicht mehr. Okay, also ein letzter kurzer Einblick. Das ist ja fast wie Outrun. Und ja, meine Blondine hat plötzlich keine blonden Haare mehr. Und außerdem, entweder ist das Lenkrad rechts oder du sitzt als Beifahrerin am Steuer. Dann ist es aber nicht so authentisch. Dann kannst du das erst auswählen und dann sitzt du gar nicht selber am Steuer. Was soll das denn? Dann haben wir das aber auf jeden Fall mal gesehen. Wie war das hier? Musste mindestens als Dritter ins Ziel kommen, um nicht rauszufliegen. Ja, das sind ja beste Voraussetzungen hier gerade. Dann stelle ich aber fest, es ist nicht einfach. Es gibt hier eben keine, so wie es aussieht, gibt es hier keine unterschiedlichen Difficulty-Modes, so wie Beginner, Advanced oder sowas. Ja, ficken! Ja, da, boah, ne. Das wird ein Game Over geben, gleich ein schnelles. Aber macht ja nichts. Dann haben wir das letzte Vehikel, nämlich da haben wir alle Vehikels mal gesehen. Ja, es soll noch eine Bonusrunde gehen, wo man mit einem Jetski fährt. Da muss ja irgendeine Wasserrunde sein oder was. Boah, nee. Ja, hör mal. Ist das denn die Möglichkeit, hör mal? Das gibt's doch nicht. Das Auto ist zu schnell für die Strecke. Boah, wahrscheinlich wirklich. Ja, das dürfte es gewesen sein direkt, ne? Man muss ja, glaube ich, mindestens unter die ersten drei kommen. Jo, das war eine kurze Vorstellung. Macht aber jetzt wirklich gar nichts. Ja, okay. Das war's, ne? Was macht er jetzt? Geht wahrscheinlich wieder ins Normalmenü zurück. Ja, so ist es. Okidoki. Da haben wir alle Vehicles mal gesehen. Das war Driving Force. Und ich muss sagen, macht Laune, ist Singleplayer only. Das wäre noch interessant gewesen, wenn das mehrere spielen könnten, ne? Man spielt also nur gegen Computergegner. Aber das finde ich jetzt wirklich gar nicht so schlimm. Ja, wir möchten ja am besten Sorge dafür, dass die Diskette schreibgeschützt ist. Ah ja, und so weiter. Driving Force, so sah das nochmal aus, ne? Für ein Amiga. Und ich muss sagen, wenn ihr das irgendwo günstig auf einem Grabbeltisch auf einer Börse finden solltet, schlag zu. Ich kann es empfehlen. Es macht mir hat es jetzt Spaß gemacht. Es ist nicht wirklich einfach am Ende. Wird schnell schwer. Was mir gut gefällt, ist das Geschwindigkeitsgefühl. Damit haben sie nicht gelogen. Ne? Also das Speedfeeling kommt gut rüber, die Grafik stimmt, das ist alles nett animiert, die Effekte stimmen, die Mucke ist in Ordnung. Ja, also ich hatte definitiv meinen Spaß beim Zocken, sonst wäre das Video jetzt sicher nicht so lang. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und wenn das so ist, dann wäre es cool, wenn ihr das Video liken würdet. Und noch geiler wäre es natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr auch zukünftig keine Folge von was auch immer hier verpasst. Also, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.